fragt, warum wir auf unserer Finanzwebseite keine Finanzzahlen zeigen, sondern nur Ränge. Jede Kennzahl wird bei uns als Rang ausgedrückt. Die Antwort ist einfach. Finanzkennzahlen können oft täuschen. Ich gebe ein Beispiel. In einem Markt, wo das Umsatzwachstum im Durchschnitt 10% ist, kann 15% Umsatzwachstum eine leicht überdurchschnittliche Leistung sein oder sie kann sogar eine stark überdurchschnittliche oder beste Leistung sein. In einem Markt nämlich, wo die anderen Unternehmen zwischen 5 und 15% wachsen, ist ein Unternehmenswachstum von 15% das beste Wachstum im Markt. In einem Markt, wo die Unternehmen zwischen minus 10 und plus 30% wachsen, ist plus 15% nur leicht über dem Durchschnitt. Im ersten Fall ist der Rang bei uns 100, im zweiten Fall ist er vielleicht 60 oder sogar weniger oder mehr, ein bisschen mehr. Das heißt, man kann die Ränge viel einfacher richtig interpretieren. Sie sind viel sicherer, haben aber auch den Vorteil, dass man nach Rängen filtern kann. Deshalb können wir die Top 10 Aktien so einfach identifizieren, indem wir einfach schauen, in welcher Gruppe von Aktien haben die Aktien die höchsten Ränge. Auch interessant ist bei einer Rangdarstellung, ist, dass man die einzelnen Kennzahlen leicht miteinander verbinden und kombinieren kann. Man kann dann plötzlich eine Bewertungskennzahl, wie zum Beispiel ein Kauf-Kursverhältnis, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, vergleichen mit einer Sicherheitskennzahl, wie zum Beispiel der Unternehmens-Leverage, also der Verschuldungsgrad. Aber was auch noch wichtig ist, Zahlen können lügen. Wenn man Zahlen anschaut, kann man komplett falsch liegen. Ich habe das in einem anderen separaten Video über Zahlen lügen dargestellt. Vielleicht interessiert Sie das. Deshalb gibt es auf unserer Webseite nur Ränge. Erstens, weil sie richtig interpretiert werden können oder weil sie nur richtig interpretiert werden können. Zweitens, weil man damit sehr viel besser Kombinationen und Ranglisten machen kann. Und drittens, weil man nicht geblendet wird von Zahlen, was oft der Fall ist, wenn man die nackte Zahl selbst anschaut.